So, jetzt schiebe ich doch noch einen Teil 2,5 hinterher. Der betrifft das Thema Allergien bei einem Hund. Und zwar, es gibt ja viele Leute, mit denen ich jetzt schon geredet habe und die ich über die Jahre kennengelernt habe, die sagen, ja, mein Hund, der ist allergisch gegen alles, der kann gar nichts mehr essen, ich muss jetzt Pferdefleisch kaufen. Ich kann nur sagen, aus Erfahrung und auch vom Wissen her, dass diese Futtersorten, die ich jetzt nehme oder generell die roh vegane Ernährung, da gibt es keine Allergien mehr. Die sind auch speziell für also für epileptische Anfälle, also für Hunde, die einfach Epileptiker sind, weil diese Futtersorten, die verursachen einen gesunden Darm und jemand, der eine Allergie hat, der hat einen kaputten Darm, egal ob Mensch oder Hund. Deshalb sind diese Futtersorten explizit für Allergiker und Epileptiker geeignet. Es bringt auch nichts, irgendwelches Pferdefleisch zu füttern, weil der Hund wird früher oder später reagieren auf der. Es bringt nichts. Weil es ist egal, was man füttert. Ich meine, klar, bei Schweinen oder Rindern oder sonst irgendwelche Tiere, die eben dieses Futter der Massentierhaltung bekommen, Mais und Soja, es ist ja klar, dass man da früher oder später allergisch reagieren muss, wenn man einen empfindlichen Darm hat. Aber auch Pferde. Ich meine, welches Pferd steht heute auf der Wiese und frisst Gras? Die meisten Pferde, die eben im Pferdefutter, im Hundefutter sind, das sind Pferde, ja, die werden geschlachtet. Und das waren früher, was weiß ich, irgendwelche Pferde, die auch ja, Hafer gekriegt haben oder Getreide, was einfach auch jetzt nicht so perfekt ist. Ich habe das ja euch schon im Teil 2 erklärt, dass es wichtig ist, dass der Hund Grünzeug und Gemüse und Nüsse und Samen bekommen, wo die Nährstoffe drin sind. Und deshalb Pferdefleisch, also das ist ja, das enthält eben auch diese ganzen Sachen oder Antibiotika und was weiß ich, das ist minimal besser als irgendwie Schweinefleisch. Ich denke halt, die Allergie, die wird früher oder später auch kommen. Das heißt, Hunde mit Allergie, die sind ja prädestiniert für eben eine roh vegane Hundeernährung. Sie werden es euch danken, ihr werdet es auch sehen am Fell von den Hunden. Probiert es einfach mal aus. Und guckt euch mal die Bewertung an von den Futtersorten, die ich euch da empfohlen habe. Und das sind auch keine gefakten Bewertungen. Guckt es euch einfach mal an. Also ich habe das, wo ich vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren umgestellt habe auf vegan, habe ich mich auch informiert, habe gedacht, geht das denn? Das geht doch nicht, oder? Und ich meine, vor 10 Jahren, das war noch eine ganz andere Zeit. Da gab es noch nicht so viel Futtersorten. Die haben auch nicht so wirklich gut geschmeckt. Die waren teilweise überwürzt und ja, und Austausch gab es da auch noch nicht so wirklich. Und heute ist ja Schlaraffenland für eine vegane Hundeernährung oder auch für den Menschen. Und guckt euch einfach mal die Bewertung an von Leuten, die da schreiben, was die alles berichten. Und dann könnt ihr auch selber entscheiden. Und ihr müsst da wirklich keine Angst haben. Probiert es einfach aus und ihr seht ja dann, wie es eurem Hund geht. Wie es dem geht nach 4 Wochen. Es kann sein, dass es ihm zuerst vielleicht schlechter geht, aber dem sollte es nach einer Woche spätestens deutlich besser gehen. Das Fell wird besser, die Verdauung ist besser, man sieht es auch an der Kacke. Also die Kacke bei meinen ist so, dass die, ja, die riecht so gut wie gar nicht. Das ist übrigens auch ein Vorteil von veganen Hunden, vor allem wenn die wie meine jetzt im Haus auf ihr Klo gehen. Man riecht das so gut wie gar nicht, dass da Kacke ist. Das stinkt einfach nicht. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Das ist auch beim Menschen so, wenn der sich roh vegan ernährt, das riecht so gut wie gar nicht. Also von Stinken ganz zu schweigen, das stinkt einfach nicht. Und von daher, also wenn die Kaka gesund aussieht, dann ist der Hund in der Regel auch gesund. Und wenn die Kaka matschig, breiig ist, das ist nichts Gutes. Also vor allem Dosenfutter, da ist dringend die Finger von zu lassen, generell. Dosenfutter ist eigentlich immer gekocht und selbst veganes Dosenfutter kann ich ihm nicht empfehlen. Das ist eine konservierte Pampe. Muss nicht sein. Da lieber einfach eine Paprika aufschneiden oder Avocado, das lieben die sowieso. Da ist ziemlich viel Fett drin und Hunde können eben Fett und Eiweiß sehr gut verdauen. Oder Nüsse. Ich gebe denen auch gern, wie heißen die, diese länglichen Nüsse mit dem Selen. Sind das Paranüsse, ich glaube. Ja, das lieben die auch sehr. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also jedenfalls, der Hund stinkt nicht. Also der Hund stinkt auch vom Fell her nicht mit dieser Ernährung. Er hat keine Flöhe, keine Parasiten. Also wie gesagt, es kann sein, dass er mal einen Floh hat. Ja, der geht dann aber relativ schnell wieder, weil es macht keinen Spaß, einen roh veganen Hund zu stechen. Meine Erfahrung, auch bei mir.
Und ja, also ich hoffe, jeder Hund mit einer Allergie bekommt die Chance, auch mal eben eine rohvegane Ernährung zu genießen. Und von meinem Wissensstand bin ich mir sicher, und auch andere Leute sind sich da sicher, dass dieser Hund die Allergie verlieren wird. Und auch Epilepsie ist da weniger ein Problem mehr. Probiert's einfach aus und bei Fragen gerne einfach schreiben.